Wir sitzen hier in München mit dem Daniel Schöll, der ist Brand Ambassador bei Beam Suntory und hat heute uns einen neuen Whisky von Beaumont vorgestellt, der in Zusammenarbeit mit Aston Martin kreiert wurde. Wie können wir uns denn diese Zusammenarbeit überhaupt vorstellen, Daniel? Ja, hallo Bernhard erstmal, hallo liebe Zuhörer. Die Zusammenarbeit basiert eben auf sehr ähnlichen oder gleichen Werten. Ja, also an sich sagt man, Autos und Whisky sind jetzt vom Grundsatz her erstmal nicht so nah beieinander. Aber wenn man ein bisschen tiefer reingeht von den Philosophien, nachhaltige Dinge zu kreieren, die eben das Leben der Menschen bereichern in irgendeiner Form. Und hier dann eben auch neue Dinge auszuprobieren und aber auch mit einem zeitlosen Design, gerade was die Autos angeht, was Aston Martin angeht, übersetzt in einen zeitlosen Whisky mitzunehmen. Ja, ihr habt einen eigentlich sehr erstaunlichen gemeinsamen Nenner gefunden in dieser Zusammenarbeit, den goldenen Schnitt, den wir eigentlich aus der Kunst kennen. Kannst du ein bisschen erklären, was das ist? Genau, also der goldene Schnitt ist, soll man sagen, das ist ein Verhältnis, das ist eine mathematische Formel, die man in gewissen Bereichen in der Natur wiederfindet, in Muscheln, in Rosen, in vielen Dingen und die eben ja, irgendwie so eine gewisse Schönheit einfach bringt oder in der wir eben was Schönes sehen. Und das ist etwas, was bei Aston Martin schon sehr, sehr lange verwendet wird, um die Autos zu designen, um verschiedene Proportionen bei den Autos in ein Verhältnis eben zu setzen. Und das wurde jetzt hier auch angewendet, um eben den Whisky zu kreieren. Also im Prinzip den goldenen Schnitt, das Verhältnis von Dingen zueinander wurde hier genommen und dieses Designelement in die Kreation des Whiskys übersetzt. Können wir das vielleicht ein bisschen konkreter machen? Ist das jetzt das Verhältnis der Bestandteile zueinander oder wie soll man uns das vorstellen? Genau, also wir haben den großen Teil, die Basis quasi, das ist der 21-jährige Whisky, der primär auf First Fill Pedro Ximénez und Oloroso Sherry Fässern liegt und dann kommen einfach gesagt noch ein Drittel andere Dinge dazu, also zwei Drittel zu ein Drittel. In dem Bereich liegt der goldene Schnitt und diese ein Drittel, die teilen sich dann aber nochmal in vier unterschiedliche Fassarten auf. In eben einem exakten Verhältnis, ja, was immer kleiner wird und was eben wie eine Schnecke zusammenläuft. Und diese Proportionen, wie eine Schnecke, wie eine Muschel, so setzt sich dann auch der Whisky zusammen. Also der große Teil sind 21-Jährige und dann geht es hoch bis zu 35-jährigen Fässern mit einem sehr, sehr starken europäischen Eicheneinfluss. Und jetzt wollen wir mal vielleicht einen Schluck von diesem neuen Beaumont in der Zusammenarbeit mit Aston Martin kosten. Ja, sehr gerne. Und was schon mal auffällt, ist, dass er eigentlich eine relativ dunkle Farbe hat. Genau, ist wirklich, also Mahagoni trifft es dann ganz gut. Wir haben ihn ja schon gemeinsam verkostet. Also das Erste, was auffällt, ist in der Nase, ist er extrem mild und weich. Und also man würde das, wir haben jetzt hier auch wieder 51,8 Volumenprozent Alkohol, die du auf der Nase definitiv nicht wiederfindest. Also da ist er erstmal sehr leicht, sehr wenig rauchig auch. Ja. Und kommen ja sehr, sehr viele Dinge, die uns an süße Aromen eher erinnern. Der Manuka-Honig, ja, eine gewisse Ledrigkeit, Tabak, was wir eben ja auch schon eben rausprobieren und rausriechen durften. Und wenn wir ihn dann probieren, Slange. Da ist er jetzt dann? Da ist er sehr präsent. Sehr präsent. Da kommt da wirklich viel. Wir haben es eben beschrieben als sehr dichter Whisky. Passiert wirklich viel. Er darf auch ein bisschen Zeit, also er wurde im Laufe der Zeit erschaffen. Er hat sehr viel Zeit auf den Fässern verbracht. Mhm. Deswegen darf man sich auch gerne Zeit lassen, natürlich beim Probieren. Und er öffnet sich einem mit jedem Schluck. Also man kann sich wirklich Zeit dabei lassen. Und findet also ein so vielschichtiger Whisky. Es ist auch so, dass
dieses eine Drittel, das älter ist als die 21 Jahre, ist extrem präsent dabei. Also der hat viel Körper, viel Vielschichtigkeit. Er changiert auch, je länger man dran kostet und riecht. Ja, also das Feedback, was wir eben ja auch schon bekommen haben und auch was ich und ich durften eben auch zum ersten Mal probieren, ist, dass man tatsächlich, wenn man ihn blind testen würde, doch die 21 vielleicht nicht rausschmecken würde, sondern dass man eher drüber gehen würde. Und das ist das Spannende an dieser Zusammenarbeit, dass wir eben nicht mit der Zahl erstmal reingegangen sind, sondern mit dem Verhältnis. Wir gesagt haben, okay, wir brauchen natürlich eine gewisse Basis, aber dann wird das genau in dem Verhältnis dazugegeben und sie haben ein tolles Produkt damit geschaffen. Ist ab sofort in Deutschland erhältlich? Ist ab sofort in Deutschland erhältlich und wird bei einer UVP von ungefähr 300 Euro liegen. Dann, Daniel, danke für die Erklärungen, danke fürs Tasting gemeinsam hier und ja, noch einen schönen sehr, Tag sehr hier. Gerne.